Hallo, liebe Freunde und Interessierte des Kran- und Fahrzeugbaus. Ich darf euch wieder einmal recht herzlich begrüßen hier bei der Firma Lümer Kran- und Fahrzeugbau in Buchen am Schloss. Heute sind wir auch direkt hier in Buchen und hinter uns sehen wir ein weiteres Konzeptfahrzeug der Lümer und ist hier auch vor Ort bei der Firma Leube, Leube Zelt- und Hallenbau im Einsatz. Dieses Fahrzeug ist auf Kundenwunsch genau in dieser Ausstattung gebaut worden und ich gehe jetzt mal mehr ins Detail. Wir haben einen Volvo, einen FH45 Globetrotter mit absoluter Vollausstattung. Wir haben einen 6x2 vollluftgefedertes Fahrzeug mit einem Radstand von 3700 mm. Wir haben Vorderachse 10 Tonnen, Antriebsachse 11,5 Tonnen, Nachlaufachse 8 Tonnen. Das Interessante bei diesem Fahrzeug ist, ich habe ein Kranfahrzeug, ich habe eine Sattelzugmaschine, ich habe ein Pritschenfahrzeug und ich habe zusätzlich ein Fahrzeug, wo ich einen Mitnahmestapler ergänzen kann. Ferner ist dieses Fahrzeug ausgerüstet mit 2 Hecktraversen. Das heißt, der Kunde hat sein Kranfahrzeug vor Ort, er hat seine Scherenbühne vor Ort, er hat seinen Mitnahmestapler vor Ort und kann zusätzlich noch entweder einen mit 40 Bolzen gezogenen Drehschemelanhänger dahinter hängen oder noch einen mit 50 Bolzen gezogenen Tandemanhänger. Somit ist für die Firma Leube, die in dem Bereich Zelt- und Hallenbau tätig ist, immer alles vor Ort, um diese Baustelle wirklich gut bedienen zu können. Wir arbeiten hier mit einer Frontabstützung Lümer eigens konstruiert. Das heißt, auch dieses Fahrzeug ist 360 Grad standsicher. Frontabstützung in diesem Bereich ca. 16 Tonnen Druck. Und wir haben für diesen Kran den Fassi F545 RA227 mit dem Jib L214 eine 100%ige Traglast nach vorn übers Fahrerhaus. Der Kran selber ist zusätzlich mit einer V20, das heißt mit einer 2-Tonnen-Winde. Wir haben das Fassi-eigene Klapprollensystem an diesem Kran und wir haben die große Scanreco V7S. Die abnehmbare Pritsche hat ein lichtes Innenmaß von 4100, 2480 in der Breite und hat extra für die Firma Leube eine spezielle Stirnwand gebaut, indem wir im Zeltbereich die Stirnwand teilen können und auf einen Gitterschutz zurückgreifen. Das Heck an diesem Fahrzeug ist auch so gebaut, dass auch Schwanenhals, also sogenannte Semitrailer, super gefahren werden können, denn der Hilfsrahmen ist nach hinten angeschrägt. Die 50er Anhängekupplung ist unterhalb der 40er und somit, auch wenn der Stapler montiert ist, kann der Tandemanhänger mit dem 50er Bolzen gezogen werden.
Gerne dürft ihr, wenn ihr Interesse an diesem oder einem ähnlichen Fahrzeug habt, uns eine Anfrage senden über unsere Internetanschrift. Und na gerne dürft ihr uns auch liken und abonnieren bei YouTube, bei Facebook, bei TikTok und bei Instagram. Ich darf mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich mit meinen üblichen Worten: Bleibt gesund!